Und damit hallo und herzlich willkommen zu mal, ich sag's mal, was ganz anderem. Ja, im Titel habt ihr gesehen Yu-Gi-Oh! So als Überbegriff, weil wir werden jetzt öfters mal oder zumindest einmal die Woche mal öfters was in Sachen Yu-Gi-Oh! Machen, da ich es gerade wieder aktiv spiele. Gut, klar, hier seht ihr jetzt, das ist Yu-Gi-Oh! Pro. Aber ich spiele es natürlich auch mit den richtigen Karten. Und deswegen fangen wir einfach mal an. Zum Beispiel, das hier ist gerade mein aktuelles Deck, so wie ich es auch hier liegen habe. Von daher, gut, das hier stimmt nicht ganz. Hier oben seht ihr, das ist noch nicht die ganz aktuelle Banlist, was ein bisschen ärgerlich ist. Aber ja, irgendwie kriegt es noch keiner aktualisiert. Ich bin froh, dass ich hier jetzt wenigstens mal eine Version gefunden habe, die, wie ihr hier seht, auch die Link-Monster unterstützt. Gut, klar, Kartenimage ist noch japanisch. Oder chinesisch oder was auch immer. Aber auf jeden Fall, ja. Das ist ein relativ doch starkes Magier-Pendeldeck. Wie gesagt, habe ich auch in echt hier liegen. Mit der wertvollsten und seltensten Karte ist der hier. Der ist mittlerweile so um die 25 bis 30 Euro wert. Der Rest ist eigentlich jetzt nicht so krass. Der vielleicht noch mit 5 Euro, glaube ich. Ah, und der hier kommt auch nochmal ungefähr auf 5 Euro, also von daher, ja, die meisten hier alle, bis auf den hier, waren eigentlich alle im vorletzten Booster zu kriegen und in Kombination eigentlich sehr stark. Wir gucken uns das jetzt auch mal direkt an. Ich spiele jetzt einfach mal gegen den Bot, denn dadurch, dass die Banlist hier noch nicht aktualisiert wurde, kann ich ohne große Veränderungen nicht online spielen. Aber ich hoffe, das wird sich in Zukunft alles noch ein bisschen ändern. So, jetzt bin ich mal gespannt, wer fängt an. Ja, gut. Ich hasse es anzufangen. Und wir sehen, die Starthand ist allein hier schon mit Duellantenallianz sehr gut. Oder fange ich jetzt doch an? Doch, ich bin Habang. Ja, gut, das ist super. So, wir setzen einmal den. Dieses Deck basiert eigentlich da drauf. Ich gerade mal gucken, 8-1, okay, da können wir wenigstens schon mal möglichst viel, nein, noch nicht, möglichst viel unsere eigenen Monster in der Pendelzone zu zerstören. Ja, jetzt will ich die wirren Augen spielen. Na komm, mach doch, danke. Wie wir jetzt hier sehen, aber es fehlt mir eigentlich noch eine Karte. So, die hole ich mir eigentlich sofort damit. Das finde ich schon mal ganz gut. Aktivieren. Na komm, aktivieren. So, sein Spezialeffekt wird mir jetzt ein bisschen den Arsch retten. Aber erstmal spielen wir noch die Duellantenallianz. Denn, genau. Damit hole ich das. Was ganz wichtig ist, sehen wir jetzt. Ich aktiviere das auch gleich. Schützt mich allein schon mal gegen zielende Zauberkarten. Und jetzt möchte ich, warum kann ich ihn jetzt nicht aktivieren? Egal, dann aktivieren wir einfach mal ihn. Was haben wir da? Pendelzone 8. Jetzt brauche ich noch einen guten Einser. Nehmen wir doch mal wieder lila Toxin. Und ich darf gleich den nächsten ziehen. Ihr seht schon, in welche Richtung das geht. Vom Extra-Deck hätte ich jetzt gerne einmal den. Und aus der Hand spiele ich den. Zack. In Verteidigung. In Verteidigung. Und natürlich möchte ich ihren Effekt noch aktivieren. Man muss ja dazu sagen, ich habe lange Zeit kein Yu-Gi-Oh! Mehr gespielt. Und musste mich auch erstmal sehr umgewöhnen. Aus dem einfachen Grund, früher war das alles ein wenig langsamer. So, jetzt wollen wir mal gucken. Da können wir auch gleich ihn schon rausklatschen.
So, und viel mehr kann ich eh noch nicht machen, weil mir fehlt halt leider noch eine Fallenkarte. Vielleicht habe ich ihn jetzt auch jetzt schon zu früh gespielt, ich weiß es gerade nicht, das wird sich zeigen. Ist halt immer so eine Frage, was für ein Deck das ist. Jawohl, da haben wir die. Dann können nämlich meine... ein Großteil meiner Monster auch von Fallenkarten nicht mehr angezielt werden. Und ich hätte gerne sie. So, und so langsam baut sich das Deck doch auf. Jetzt muss ich nur noch hoffen, dass er vielleicht noch die Runde überlebt. Aber er hat halt auch den Vorteil, er kann nicht im Kampf und von Karteneffekten zerstört werden. Was man hier schon sieht. Nein. Bringt mir gar nichts. Jo, da ich Anfang Dezember eh wieder ein Turnier habe, möchte ich auch wieder ein wenig üben und da nehme ich euch einfach mit. Das Einzige, was mich bei dieser Version halt stört, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, keine Soundeffekte. Ich verstehe nicht warum, denn hier ist er, ne? Normalerweise spiele ich ja Yu-Gi-Oh! Pro Dev Pro, aber die haben noch nicht, die sind mit der Bannliste noch weiter zurück und haben auch keine Links-Beschwörung. Von daher, ja. Gut, was haben wir jetzt? Jetzt brauchen wir einen Achter. Haben wir natürlich nicht. Das ist gerade ziemlich schlecht. Oh, die Runde muss ich wohl leider passen. Und ihm einfach mal ein wenig direkten Schaden vor den Latz klatschen. So. Hoffentlich ziehe ich nächste Runde was Besseres. Klar, ich hätte sie noch normal beschwören können, aber... oder na, noch nicht. Oh, verdammt. Er hat einmal wieder nicht aufgepasst. Kacke, jetzt hat er mir meine Falle zerstört. Das gefällt mir gar nicht. Wir können sicherheitshalber ihn nochmal von der Hand beschwören. Ne. Oh, das läuft gerade ziemlich mies. Okay, hat sich hiermit doch schon wieder erledigt. Aktivieren. Aktivieren. Ach, verdammt. Naja. Danke. Die ist nämlich ganz wichtig. Ich kann nämlich auch einmal pro Zug, egal von welchem Spieler, eins meiner Monster zerstören, was wieder ihn hier triggert. Und kann eine Pendelkarte... Jetzt bin ich durcheinander. Nee, ich kann mit seinem Effekt eins meiner Monster zerstören, was ihn hier triggert, um eins vom Gegner zu zerstören. Aber jetzt überlege ich gerade, warte mal, ich brauche einen Nemesis. Die gibt wenigstens in der Pendelzone noch einen Attack Boost. Ich überlege gerade, auf jeden Fall erstmal den da setzen. Du kommst jetzt, obwohl ich bräuchte dich eigentlich zum Beschwören. Ich habe ihn wieder ins Deck bekommen. Egal, ich setze sie. Das sieht man wenigstens, gibt es gleich einen Attack Boost. 100 pro Pendelmonster in der, auf dem Extra Deck und hier sind schon genug drin. Ja, dann gucken wir mal, was wir jetzt noch beschwören können. Einmal sie von der Hand. Und noch eine Level 4er. Nehmen wir ihn. Kann ich wenigstens meinen Zeitsternmagier holen. Der schützt nämlich auch nochmal meine ganzen Karten. So, Spezialbeschwörung. Ich könnte natürlich auch ihn holen, um mal die neuen Links zu zeigen. Man kennt ja bestimmt eh alle schon. Deswegen spielen wir doch wieder den Zeitsternmagier. Ist die sicherste Variante. Erlaubt mir nämlich vieles abzuwehren. Und der zweite Effekt ist natürlich auch nicht von schlechten Eltern.
kann ich nämlich auch wieder ein Monster ziehen. So, und um die Deckrotation zu behalten. Schade, geht gerade nicht. Aber wir können angreifen. Und dank ihr hier seht ihr, wir haben alle einigermaßen. Hab ich heute schon alle zerstört? Aber kann man immer gebrauchen. Nein. Ja. So, zack. Das Besondere bei den ganzen Pendelmagiern ist halt einfach, ihr seht, wir haben hier einmal den Pendeleffekt, wenn sie in der Pendelzone sind, und einmal hier der Monstereffekt. Das Lustige ist halt einfach, wenn sie aus der Pendelzone kommen, triggert das nochmal den Monstereffekt, was dieses Deck halt einfach unglaublich stark macht. Na komm, arbeite nicht so viel. Geht doch. So, ich kann jetzt leider nichts mehr machen. Ich hoffe mal, der knallt mir jetzt nicht mehr ganz so viel vom Latz, dass ich auch endlich mal beenden kann. Ach komm. Ich brauche noch was auf der Hand. Und tschüss. Nein. So, ich brauche eine 1er, 1er, 1er. Nehmen wir natürlich mal wieder Lila Toxin. Er bleibt komplett offen. Und jetzt ziehe ich auch noch eine Duellantenallianz. Es ist ja richtig geil. Man muss natürlich sagen, für die Profis unter euch, Tipps, Deckverbesserungen nehme ich gerne an. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ist halt immer so eine Sache, was ich auch gerade da habe an Karten. So viel ist es noch nicht. Aber was ich noch sagen wollte, freut euch schon mal auf nächste Woche. Auch wenn ich. Auch wenn ich etwas später bin. Aber es gibt noch ein nettes Unboxing. Zwei sogar. Zack. Nein. Dann ziehen wir noch den. Purple Poison ist jetzt sinnlos? Nein. Gegner hat nämlich nichts und ich will nichts von mir zerstören. So, jetzt brauche ich wieder Pendel 1. Ja, aber den. Pendel 2 tut's auch. Den kann man halt auch mal spielen. Halt, bevor ich jetzt noch was normal beschwören, trigger ich nämlich auch wieder seinen Effekt. Und er nimmt den noch. Den mal ganz kurz aktivieren. Mal gucken, was ich. Ach, klar. Nee. Was hat der eigentlich? Nee. Aber normalerweise müsste das jetzt eh gewesen sein. Ich glaube, dem Ganzen hat er nichts entgegenzusetzen. Think you can defeat me? Hab ich gerade getan. Jo, in dem Sinne, hier habt ihr nochmal das Deck. Ich werde auch in Zukunft noch ein paar andere spielen. So, testweise. Aber das ist halt, mit dem ich gerade am Üben bin, weil ich bald ein Turnier habe, das ist halt mein Deck. Das kann ich auch in irgendeiner Folge gerne nochmal live zeigen, wenn ihr wollt. Die Karten habe ich halt alle hier. Die liegen hier. Moment. In dieser Box gerade neben mir. Das ist also mein aktuelles Deck. Ja, wie gesagt, Verbesserungsvorschläge gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Über ein Abo freue ich mich sowieso immer. Und wie immer sage ich, danke fürs Einschalten. Gehabt euch wohl und tschüss.